Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir haben im letzten Part so ziemlich alles beendet, würde ich sagen. Bis auf diese Quest hier. Ich habe jetzt gerade nochmal das Heldenschwert auf Stufe 67 gemacht, was richtig viel von dem hier kostet, was echt scheiße ist, Obsidianglas. Und auch noch meine Minotaurus-Axt, weil die halt echt stark sind. Die haben halt jeweils nur 1000 Schaden pro Sekunde mehr. Wir haben den dicksten Speer und wir reden jetzt mit Bryce, denn wir müssen noch... Der Söldner wusste nichts. Er schaffte es gar nicht erst in die Gruft. Zeitverschwendung. Die Medusa töten. Nigea wartet und wir haben nichts getan, um ihr zu helfen. Nigea ist wahrscheinlich die... Das stimmt nicht ganz. Der Söldner trug diesen Speer bei sich. Mit ihm will er die Schlangenhaarige getötet haben. Nein, nein, die Kreatur entführte Ligeia. Sie kann nicht tot sein. Sie wartet in ihrer Gruft. Dann gibt es etwas an dieser Geschichte, das wir noch nicht verstehen. Hast du einen Weg in die Gruft gefunden? Ligeias Geschichte stimmte. Die Töchter der Artemis hüteten diese Scheibe, den Schlüssel, das... Ich kann die Gruft öffnen. Du hast doch keine der Töchter verletzt, als du die Scheibe nahmst, oder? Nein. Ich habe Lautus getötet. Niemals geschafft. Es bestand kein Grund zur Gewalt. Die Töchter der Artemis bemerkten... Das war die Lüge. Dann ist Tücher auf deiner Seite. Für Ligeia besteht noch Hoffnung. Ich habe alle getötet. So, wir packen das Ding da rein. Das haarige Ende. Und ich speichere mal vorab, weil es könnte vielleicht... nervig werden mit dem Kampf und vielleicht muss ich dann irgendwie speichern. Also ich weiß nicht, vielleicht bringt mir so absolut gar nichts. Ich denke, den Kampf werde ich ein paar Mal machen müssen. So, Bogen habe ich natürlich nicht verbessert. Ich habe auch keinen Feuerpfeil drauf gemacht. Oh Gott. Na gut, wir haben ja sowieso Gift. Und die Feuerpfeile sind auch nicht so nützlich tatsächlich. Ich hätte einfach rüberklettern können wahrscheinlich. Jetzt kommen wir nie wieder raus. Brice, du weißt nicht, was dich erwarten wird. Brice! Oh, cool. Wütende Schlange. Ein schlechtes Omen. Oh, Obsidianglas, das ist wichtig. Das kann ich gut gebrauchen. Oh fuck. Einfach nicht mein Bestie, die einfach runter zu springen. Ich dachte, ich kann da hochklettern, aber anscheinend nicht. Okay, wir haben jetzt den Weg dahin. Wir haben. Okay, hier sind die einfach nur. Wollten die einfach nur entkommen? Ich glaube, sie ist vielleicht tot. Warum bin ich da runtergefallen? Okay, jetzt wäre ich kein. Gutes Loot finden wir hier vorne, ignoriert es einfach. Es tut mir leid. Was hier Mistviecher? Nur ein Mythos erzählt von zu Stein geworden. Medusa. Und da ist noch eine Kiste, die ich übersehen habe. Mist. Oh oh. Okay. Okay, ich wollte euch gerade ausweichen, aber gut. Au, okay. Die hat scheiß Angriffe, muss ich gestehen. Okay. Ich mache nicht so viel Schaden an der, wie ich dachte. Oh Gott. Puh, das war knapp. Du
Ich hoffe, ihre zweite Phase ist nicht schlimmer als die erste, weil die erste ist schon schlimm genug, muss ich gestehen. Oh Gott, ey. Okay, also ich verstehe nicht mehr, was ich hier machen soll, um den auszuweichen. Meine Güte, gefällt mir der Kampf gar nicht. Das ist halt echt nervig und langweilig, weil einfach nichts passiert die ganze Zeit. Okay, da habe ich relativ viel Zeit auszuweichen. Nee, das machst du mal lieber nicht, nette Medusa. Nein, nicht mich anlasern. Alles gut. Du kriegst einfach ein paar Schläge ab. Okay, es hat nicht geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Muss ich gestehen. Au. Oh Gott, das war knapp, glaube ich. Okay, mich kann sie sowieso nicht in Stein verwandeln direkt. Sie kann mich nur in, sie kann mich nur verlangsamen mit Stein. Ein sehr spannender Fight, muss ich sagen. Ach, Scheiße. Na geil, man kann einfach nichts mehr machen dann. Puh. Ein bisschen mehr Leben. Nein, böse Medusa, ich muss gerade ein bisschen Leben auffüllen. Ich finde den Kampf echt langweilig und nervig. Der ist einfach nur gestreckt. Ist nicht, dass es wirklich schwer wäre, ist einfach nur nervig. Ja, das ist alles.
Immerhin ist bisher noch keine zweite Phase gestartet, die nochmal richtig zum Kotzen ist. Kannst du dann nicht irgendwie wild rumspringen, nur weil da gerade so ein kleines Dreckstück im Weg ist. Nope. Nicht jetzt, Medusa. Ich würde gern viel, viel, viel mehr Schaden machen. Okay, nochmal ein paar Leute. Ich glaube, sie kann nochmal welche holen. Ich bin weggesprungen, aber gut. Ja, eine Millisekunde trifft sie mich. Meine Fresse, Alter. Au. Das war's mal ein gratis Pfeil. Danke für nichts, Spiel. Okay, da gibt's noch mehr Pfeile, gut. Nein, böse Medusa. Einfach mal auf die Fresse bekommen und nicht mich die ganze Zeit angreifen. Ich glaube, wenn ich A... Oh nein, scheiße, das war ein Fehler. Wenn ich... hier meinen Special Move mache, also meine Taste, um den Special Move aufzulösen, und dann A drücke für mein Gift-Ding, kann ich das wieder deaktivieren. Gut, dass ich auch mal wieder 200 Stunden rausfinde. Nein. Böse Medusa, nicht immer mich versuchen zu versteinern und zu lasern. Nein, böse Medusa, nicht lasern. Einfach auf die Fresse bekommen und sterben. Das wäre super. Und bist du jetzt tot? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Muss wahrscheinlich noch ein bisschen rumlaufen und dir auf die Fresse hauen. Vielleicht schimpfst du einfach einen Giftschaden. Ach, meine Fresse. Gott, ey. Ligia muss das Artefakt genommen und sich in die Kreatur verwandelt haben. Gott, ey, war das ein nerviger Fall. Also er war nicht schwer, aber war halt einfach sehr gestreckt. Das sind 4 Edenäpfel. Warum auch immer wir Edenäpfel sammeln. Darf ich hier nochmal rauslaufen? Wird sich, sage ich, wohl noch mancher an uns. Also der Medusa-Fight war ganz cool, weil sie halt keine zweite Phase hatte und ich hasse es, wenn Gegner zweite Phasen haben. Beim ersten Mal denkt man so, in der ersten Phase denkt man sich so, ja, alles okay. Und beim zweiten Mal, ja, die auf die Fresse. Medusa-Galionsfigur. Hab nichts dafür alle Fähigkeiten, okay. Harpe des Perseus, Schatz der Medusa. Okay, das heißt, das haben wir alles geschafft. Wir sind jetzt so gut wie fertig mit dem Spiel. Ich finde gut, dass die Karte sogar ausgegraut ist. Wir haben eine Medusa-Ding, aber ich würde das Minotaurus-Ding trotzdem bevorzugen. Sphinx, fehlt nicht noch ein anderes?
Medusa, Minotaurus, Sphinx. Wo habe ich den zweiten Schatz her? Oder, also ich glaube, der erste war das hier. Keine Ahnung. So, wir haben jetzt noch andere Quests. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit, wo alles begann. Und danach mit die Tore von Atlantis. Und wo alles begann, ist hier vorne in Laconi wieder eine neue Quest. Ich hasse mein gottverdammtes Leben. Achso, ne, Lysandros, das ist ja die Quest, die wir immer annehmen können. Da müsste dann die nicht auch noch annehmen mit falscher Stadt. Hier, ja genau, das sind die man immer annehmen kann. Gut, dann haben wir soweit jetzt alles, bis auf die Kefalenia-Quest. Die Kefalenia-Quest, keine Ahnung, wann wir das machen. Erschöpfe eine Prüfung. Ich würde sagen, das machen wir, nachdem wir mit Myrene gesprochen haben. Und dann werden wir die Atlantis-Quest abgeben. Dann machen wir den ersten DLC und dann machen wir die beiden Atlantis-DLCs. Oder den Atlantis-DLC, der in zwei Teile geteilt wurde. Ah, da oben, wo wir runter geht. Stimmt. So, unser Equipment ist ganz gut, würde ich sagen. Niemand darf mich sehen. Ich könnte natürlich noch Daily-Quests farmen, damit ich mehr von diesem ganzen Scheiß bekomme, aber irgendwie Scheiß auf Daily Quest. So sehr finde ich das Spiel auch nicht. So toll finde ich das Spiel auch nicht, dass ich da Bock hätte. Wenn das ist ein Last 1 sollte, dann hätte ich auch Bock, den noch zu töten. Wo ist er denn? Ah, fast. Ist er das? Terramos, der Abtrünnige, ja, den töten wir. Wir können was für den Gutes. Aber ich will das mal machen, dass wir einen S-Gegner getötet haben, sind wir nämlich auch ein S. Nope. Du nicht, mein guter Freund. Okay, du bist echt schlecht. Okay, du machst richtig viele Angriffe. Ich habe irgendwie gedacht, dass das viel länger dauert. Ich habe nur einen Söldnerhinweis. Ist mir echt relativ egal. Parmenion, der Sonnensohn. Bist du das vielleicht? Nee. Ja, Phobos, kommst du jetzt mit? Ich warte auf dich. Okay, Phobos hat sich gedacht, jo, die kämpft gerade. Die hat bestimmt keinen Bock auf mich. Ah, doch, eigentlich habe ich schon einen Bock auf dich. Ach, und hier ist wieder so langsam reiten angesagt, ne? Und dann drehst du dich einmal in die falsche Richtung, Phobos, und dann hast du dein komplettes Momentum verloren. Dann können wir gleich auch stehen bleiben. Keiner, wie der beste Weg, ob es ein Berg ist. War hier nicht die Matriarchin von dem Ort? Doch, da vorne, glaube ich. Nicht festlaufen. Meine Fresse, Phobos, was machst du denn? Ich weiß nicht, ob diese Endquest eine besondere Reihenfolge haben, wie man die abschließen soll, ob ich irgendwie ein anderes Ergebnis erhalten hätte, wenn ich erst mit Myrene gesprochen hätte und dann den Neubeginn gemacht hätte. Ich weiß es nicht. Also mein Tipp ist jetzt, dass Deimos gleich auftaucht und entweder die Mutter tötet oder friedlich ist. Über wen doch überstimmt oder umgestimmt haben. Aber ich würde erst eher darauf tippen, dass Myrene gleich stirbt. Vielleicht kommt dann Nikolaus und tötet Deimos. Das wäre auch möglich, aber das wäre jetzt nicht mein erster Gedanke. Also ich würde sagen, wir sind da einfach, reden mit ihr und dann kommt Deimos und dann kämpfen wir entweder mit ihm oder er tötet sie direkt. Mal gucken. Wo alles begann. Hallo. Mein Kind, du warst so lange fort. Rasidas ist tot. Nein. Deimos erschlug ihn in der Schlacht. Und was ist mit meinem Sohn? Kann doch noch leben. Leon schoss Deimos einen Pfeil in den Rücken. Die Wunde sah nicht tödlich aus. Er könnte noch leben. Malakas Kleon! Ich töte ihn mit bloßen Händen! Zu spät, Martha. Die Schlange schwimmt bereits im Styx. Meine Familie. Jetzt habe ich nur noch dich. Martha, es gibt noch etwas, das ich tun muss. Ich muss noch mal zu diesem Berg, wo alles begann. Mein ganzes Leben kämpfte ich und rannte davon. Vor der Vergangenheit oder um zu vergessen. So kann es nicht weitergehen.
Mein Herz wurde auf diesem Berg gebrochen. Ich muss diese Nacht hinter mir lassen. Ein für alle Mal. Ich komme mit dir. Okay. Dann machen wir es auch zu Ende. Überziehen wir den Part heute wieder maßlos. Eskortiere. Das klingt doch schon, als würden hier gleich Leute kommen. Weil sonst steht doch da, gehe mit irgendwo hin. Gib Acht, Cassandra. Da ist er ja, Dean. Hier hat sich alles verändert. Es ist, als wäre ich... Und hier sind wir runtergegangen worden auf Kefalenia gelandet. Wie zur fucking Hölle. Am Rande der Welt ruft eine Mutter nach ihrem Kind. Rührend. Alexios! Bitte. Du benutzt diesen Namen, als würde er mir irgendwas bedeuten. Es ist der Name, den dein Vater und ich dir gaben. War das bevor oder nachdem ihr mich zum Sterben auf diesen Berg brachtet? Es war der Kult. Ich wollte dich retten. Ich tat, was ich konnte. Die Priester sagten, du seist tot. Mir sagten sie, du hättest mich verstoßen. Alexios, komm zu mir. Wir sind deine Familie. Gehen wir heim. Familie. Heim. Mein Schwert ist meine Familie. Das Schlachtfeld mein Zuhause. Ich sagte doch, Martha, man kann nicht mit ihm reden. Man kann nicht mit mir reden? Sagtest du das zu Martha? Warum sagst du ihr nicht die Wahrheit? Und was ist die Wahrheit? Dass ich auserwählt wurde. Dass ich eine Bestimmung habe. Ich bringe Ordnung in diese Welt. Und du bist nur eine Söldnerin mit einem zerbrochenen Speer. Der Kult benutzt dich. Du hast keine Bestimmung. Du bist doch nur ein Werkzeug des Kults des Kosmos. Gut, dass du das sagst. Seit wir uns das erste Mal getroffen haben, versuche ich herauszufinden, was du für mich bist. Du bist Unkraut. Du... Du drohst alles zu ersticken und zu zerstören, was ich gepflanzt habe. Und Unkraut packt man am besten bei der Wurzel. Alexios. Als ich ein Kind war, fand ich ein Löwenjunges, das in einer Schlinge gefangen war. Ein Freund wollte es befreien, und dann hörte ich das tödliche Gebrüll seiner Mutter. Ich sah zu, wie die Löwin meinen Freund zerfleischte. Sogar bei den wilden Bestien schützt die Familie ihre Jungen! Ich liebte dich! Und tue es immer noch. Der, den du liebtest, ist tot. Und meine Bestimmung ist klar. Du. Cooles Schwert. Geh nicht in die Quere. Ich will nicht in die Quere. Alexios, hör mich an. Du bist mein Bruder. Damals wollte ich dich schützen, doch ich versagte. Ich versage nicht nochmal.
Er gehörte unserem Großvater. Muss ich gleich gegen ihn kämpfen ohne meinen Speer? Der sieht mittlerweile anders aus, Cassandra. Wir haben mittlerweile eine Stufe 6 Speer. Du bist daheim. Ich hab Schlimmes getan. Wie wir alle, Alexios. Ich weiß. Was? Cassandra! Warte. Danke. Für was genau? Kommt Nikolaus jetzt auch noch dazu? Leider nein. Okay. Güter eines Halbgottes, Damoklesschwert. Dimas, Kultist besiegt. Okay, das war ein sehr ernüchterndes Ende. Das ist, glaube ich, hier die... Wir haben eine neue Quest. Oh Gott, hier ist mein Leben. Abendessen in Sparta. Betrifft das Haus deiner Kindheit. Das müssen wir erst im nächsten Mal durchsagen. Mal gucken, ob ich den Typen mit töten könnte. Wenn ich es wollen würde. Wahrscheinlich nicht. Sparta hat übrigens diesen Krieg ja gewonnen. Habe ich nachgelesen. Nein, schade, ich kann nicht töten. Bisschen traurig. Aber okay, ich würde sagen, im nächsten Part gucken wir uns die Quest an, machen dann die Vorbereitung für Atlantis, also machen den Atlantis-Scheiß fertig, den wir jetzt noch haben, und gehen dann nach Makedonien, um die Quest zu starten. Ich würde sagen, ich hoffe, es gefallen hat, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.